Der Neufelder Stadtball 2017 steht heuer unter dem Motto Miteinander. Das ist unsere Zeit. Doch damit ist nicht nur das gemeinsame Singen gemeint. Denn dieses Mal wird dieser Ball von einer Gemeinde-, Bundesländer- und staatenübergreifenden Polonaise eröffnet. Jugendliche aus Neufeld, Ebenfurt und den Neoneufeldern aus Afghanistan haben sich zusammengefunden, um an diesem Abend gemeinsam zu tanzen. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn so viele Menschen beim Tanzen zusehen? Na, ich muss sagen, ich war ein bisschen nervös, aber während dem Tanzen achtet man nicht so auf die Leute, sondern eher, dass man nicht zu viel falsch macht. Und ja, ich fand es eigentlich ganz toll, muss ich sagen. Naja, für mich als Neufelder und einer Person, die man kennt in Neufeld, war es natürlich ein bisschen anspruchsvoller, noch was Höheres darzubieten, aber ich glaube, es ist gut geglückt und das Gefühl war sehr schön, weil es dann vorbei war und es alles gut funktioniert hat. Im Anfang war ein bisschen nervös, aber jetzt ist alles in Ordnung. Hat gut geklappt? Ja. Und so können die beiden Ortschefs Alfredo Rosenmeier aus Ebenfurt und Michael Lampl aus Neufeld wieder auf ein erfolgreiches Projekt anstoßen. Im täglichen Gemeindeleben sieht es nicht anders aus. Also wenn die Politik allgemein so gut funktionieren würde und die Zusammenarbeit so optimal top funktionieren würde wie zwischen den beiden Gemeinden, Stadtgemeinde Neufeld und Stadtgemeinde Ebenfurt, dann haben wir durchaus eine österreichweite Vorbildwirkung. Ja? Also dann würde es uns besser gehen, das sage ich mal. Wir hätten es auch leichter. Wir arbeiten auf mehreren Bereichen, sei es im Musikbereich, sei es im Kulturbereich, sei es im Bildungsbereich, auf mehreren Ebenen zusammen. Und das mit der Polonaise war mehr oder weniger ein Widerspiegeln von dieser Zusammenarbeit. Drum auf dem Berg, da steht ein kleiner Zwerg und der hat eine rote Zipfelmützen auf. Und er sieht am anderen Gipfel einen anderen Mützenzipfel, ja, da will. Drum auf dem Berg, da steht ein kleiner Zwerg, überleg, wer zum anderen Gipfel gibt's. Auch Monir, der afghanische Flüchtling aus Neufeld, unterhält sich an diesem Abend blendend. In seiner Heimat schauen Tanzveranstaltungen aber ganz anders aus. In Österreich, Mann und Frau tanzen zusammen, aber genau, ja. Afghanistan ist nicht so. Okay. Jeder alleine. Und Frauen dürfen nicht die Männer sein, Männer auch dürfen nicht die Frauen sein. Und so wird es erst bewusst, dass Dinge, die für uns selbstverständlich sind, in anderen Teilen der Welt als undenkbar gelten. Seit 10 Jahren ist es auch selbstverständlich, dass Bürgermeister Michael Lampl an diesem Tag zum Geburtstag gratuliert wird. Und weil die Mitternachtseinlage krankheitsbedingt ausgefallen ist, hat ihn Amtmann Rudolf Tschirk kurzerhand zur Mitternachtsattraktion erklärt. Und so darf er Twist mit allen weiblichen Besucherinnen tanzen. In Moniers Heimat ein absolutes No-Go. Bei uns gerne gesehen. Finale, Lacken in der Sonne und alles ganz schnell. Ich will nicht in der Sonne. Twist again, Lacken in der Sonne. Schließlich wird die Torte unter den Anwesenden versteigert, um Geld für den Michael Lampl Sozialfonds zu sammeln. Doch dem Bürgermeister schmeckt die Torte sichtlich selbst so gut, dass er sie um 250 Euro ersteht. Und so wird die Leckerei gleich aufgeschnitten und an die Gäste im Saal verteilt. Eine weitere traditionelle Mitternachtsattraktion ist die Tombola mit wunderschönen Preisen. Als Glücksengel darf Christina Lampl den Hauptpreis, eine kulinarische Reise durch Neufeld im Wert von 500 Euro, verkünden. Erwin Heißenberger. Und so geht ein gelungener Stadtball 2017 zu Ende.